Und wieder mal herzlich willkommen zurück bei Olundra. So, das Dorf wurde niedergebrannt, bis auf ein paar Häuser, die noch stehen. Und die Entscheidung besteht jetzt, ob Melsas noch angebetet wird oder nicht. Wie wird's weitergehen? Reden wir erstmal mit Maya. Ach, da vorne! Ich kann spüren, dass er etwas plant. Ich weiß nur nicht was. Ronan plant etwas? Dann sollten wir da erstmal hingehen. Und die Kirche ist hier. Bin ich gut ausgerüstet? Ich nehme schon mal den Bogen. Und rein hier. Ah, er bewegt sich von allein. Ich wusste es. Ich hätte dich bei der ersten Gelegenheit töten sollen. Bevor du kamst, haben wir zu den Göttern gebetet. Seit du hier bist, sterben wir nur noch und die Götter haben uns verlassen. Und noch schlimmer, unsere Beziehung zu den Göttern wurde zerstört. Aber es kann wieder gut werden. Die Götter werden uns vergeben, wenn wir deine Seele opfern. Melsas, du bist nur noch eine Marionette. Ach, Quatsch, Melsas. Ronan. Ah, verdammt. Ronan ist nur noch eine Marionette von Melsas. Kisha, bist du sicher? Ich glaube, dass Alundra allein zur heiligen Stätte gegangen ist. Niemals war ich mir sicherer, Lord Beaumont. Aber wir wissen, dass Ronan Alundra verachtet. Was sollte ihn daran hindern, ihn anzugreifen? Verdammt, fest verschlossen. Es muss von der anderen Seite verriegelt sein. Warte, Herr, hast du eine eigene Kampfarena jetzt erstellt, oder was? Lord Melsas, leih dein Ohr der demütigen Bitte deines getreuen Dieners. Ich bitte dich, oh du Mächtiger, lass mich den Dämon zerstören, der unsere Träume heimsucht. Oh mein Gott. Oh, das gefällt mir gut. Ich halte zu dir, weiser Lord Melsas. Und nun, Alundra, Melsas hatte wohl Mitleid mit deiner Seele. Weshalb? Na, ich werde dich so schnell töten, dass du keine Schmerzen spürst. Du bist sicher sehr glücklich, oder? Was ist los? Du bist so unruhig. Hast du Angst? Wie nett, aber dafür ist es zu spät, Alundra. Komm jetzt und empfange deine gerechte Strafe. Natürlich lassen wir uns von ihm nicht unterkriegen. Bäm. Ein paar Pfeile gebe ich ihm und dann kriegt er was Schönes von mir noch. Na komm. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Ich glaube, das reicht. Armband, Silber, das hört doch meine Verteidigung, ne? Genau. So, jetzt zeige ich euch, wozu das Buch fähig ist. Nehmt das. Das ist für Jazz. Das ist für Sibbe. Das ist für Gilt. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder... Das jetzt erstmal wieder komplett heilen. Das ist für die restlichen Dorfbewohner. Verdammt, das ging daneben. Mist. Mist. So ein Dreckskerl. Für ihn verwende ich jetzt auch mal das hier. Er soll brennen. Nimm das. Jetzt aber. Und so. Das war's. Und noch einmal. Bäm. Das war's mit ihm. Das abscheuliche Ding, zu dem Ronan geworden war, wurde getötet. Und wie geht's jetzt wieder raus? Ach so, okay.
Haruna, hast du noch was zu sagen? Oh, Lord Melsas, ich bin dein... Das war das Ende von Ronan. Ah, wie geht's jetzt weiter? Alundra, alles okay? Und? Was ist mit Ronan? Gott hat über den Teufel gesiegt. Warum bist du traurig? Weil Ronan nur ein Werkzeug war, Septimus. Nur die Verlängerung von Melsas Arm, der mit unserem Leben spielt. Da hattest du natürlich recht. Ah, wir sind jetzt unten in der heiligen Stätte. Bis all das hier vorbei ist, bleiben wir in der heiligen Stätte. Diese dicken Wände werden uns vor den Murk schützen. Die Wände sind kein Schutz. Sie können uns in unseren Träumen angreifen. Oder habt ihr das schon vergessen? Pergus und Nestus sind hier bei uns, Gustav. Beruhig dich, Gustav. Ich verspreche dir, die Murk können nicht in unsere Träume eindringen. Es ging nur bei Pergus und Nestus. Gut, ich vertraue dir, Maya. Aber sag mir, was ist, wenn Melsas in unsere Träume eindringt? Noch nicht mal du und Alundra zusammen könnten uns dann retten. Wir warten doch nur darauf, dass uns Melsas tötet. Still! Wir sind nicht hier, um zu sterben, Gustav. Wir sind hierher gekommen, um für das Leben zu kämpfen. Jeder von uns hat jemanden, den er lieb, verloren. Erspar uns also dein Selbstmitleid. Bitte beruhigt euch und hört gut zu. Melsas hat uns die kreativen Fähigkeiten genommen. So haben wir die Macht entwickelt, unsere Träume zu kontrollieren. Und das ist unsere Geheimwaffe. Wir können mit dieser Macht die Macht von Melsas brechen, die er über Alundra hat. Haben das alle verstanden? Sehr gut. Wir werden uns an den Händen fassen und entspannen, bis wir einschlafen. Und dann träumen wir alle von den gleichen Traum. Du meinst, wir vereinigen unsere Träume? Statt eines einzelnen schwachen Traumes haben wir einen gemeinsamen starken Traum? Werden wir im Traum kämpfen können? Ganz vereinfacht, ja. Wir werden von einem unglaublich starken Helden träumen. Ein Held, den wir kontrollieren, und um Alundra zu helfen, Melsas zu zerstören. Um ehrlich zu sein, Beermund, ich weiß nicht, wie ein Held aussieht. Wir sollten von jemandem träumen, den wir kennen und den wir uns leicht vorstellen können. Ich glaube, Juri hat recht, wenn nur einer von uns einen anderen Traum hat. Ich habe eine Idee. Warum stellen wir uns nicht einfach Alundra vor? Ja, wir sind Held. Wir kennen ihn alle. Und ich kann mir keinen größeren Helden vorstellen. Ist jemand nicht damit einverstanden? Keine schlechte Idee, Septimus. Ja, von Alundra kann ich ja träumen, Septimus. Ich glaube, das können wir alle. Na gut, das ist die Entscheidung. Wartet! Noch nicht. Bevor wir anfangen zu träumen, müssen wir noch etwas tun. Alundra riskiert sein Leben, wenn er auf Melsas trifft. Denkt nach. Meint ihr nicht, dass wir ihm da helfen können? Wie sollen die mir helfen? Was meinst du? Oh, jetzt weiß ich! Ich auch, Maya! Haben das alle verstanden? Ausgezeichnet! Gut, genug geredet. Wir sollten anfangen zu träumen. Was machen die da jetzt? Was kommt denn da? Eieiei, ein neues Geschenk für uns! Neue Waffe, neues Schwert, yeah! Das heilige Schwert erhalten! Das ist das letzte Schwert, was wir erhalten. Das fühlen wir, Alundra. Wir wissen, du kannst Melsas besiegen. Wir geben dir all unsere Vertrauen. Unser Herz,
und unsere Kraft. Und somit... Obwohl, nein, ich gehe noch einmal raus und dann beende ich dann diesen Part. Auch wenn nur heute sehr wenig passiert ist, ist es trotzdem sehr ausschlaggebend. Oh mein Gott. Ah, jetzt darf ich erstmal nochmal ganz rausgehen. Aber vorher erstmal das Schwert ausrüsten. Und? Bäm! Richtige Blitze bei dem Schlag. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So, aber wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Ich weiß, es passiert jetzt nicht, aber ich muss dir etwas sagen, Alundra. Ich bin tief beunruhigt. Worüber sie tief beunruhigt ist und worum es geht, das erfahrt ihr im nächsten Part von Alundra. Bis dann!